2017, das Wetter hoch im Jahr, wo ein Katastrophenwehrgefühl kalt waren. 2018, wo ein Griff ins Häusl, nix geht weiter, Blick zur Seite, einfach nur geschissen streiten. Doch das zweite Halbjahr war unsere Chance, normales Reden aufarbeiten und eine gesunde Balance. Um zu gehen, wohin, ein leeres Haus nebenbei. Reedereien, wie geht's weiter, das kann nicht das Leben sein. Fahrerei, Winter, Warterei, geschwinder geht's halt leider nimmer. Man hängt der am Gewinn drauf, doch blind drauf. Loswirken ist nicht immer nur die beste Sache. 2019 ist das Jahr, wo man die Resten schafft. Neue Chefin, Hausverkauf, fast vor der Tür und dann wieder nicht. Fast hätten wir's geschafft, doch die Gier hat uns in der Hand gehabt, unseren Verstand grabt, leider dadurch unsere Schädel nachgeschaut angehört. Kennst du das Gefühl, wenn das Leben dich nicht will? Du sitzt nur still und verstehst nicht wirklich viel. Kannst leider keine einzigen Handlungen machen. Geschissenes Denken, hast täglich Angst und bist besoffen. Kennst du das auch, wenn dein Leben nicht so läuft? Du tust der Schwab, bist vergeben so aller und wünsch dir nur den Tag, wo alles aufhört. Und deshalb kämpfst du, weil es ist trock lang wert. 2019, wie geschissen hat das angefangen. Hinterrucks Reden, ständig ist man mir angegangen. Nebenbei nur immer langes Fahren, Depression, die nie wieder in den Nacktdruck verfallen lassen hat. Echt am Boden, der Hausverkauf, er klopft wieder an. Der Mal ist so weit, die Wochen vergängern, bis es lädt. Nur der Termin ausgemacht, Geld ist da und schon wieder weg. Neubeginn, das Leben wird hundertmal umgekrempelt. Haus bauen, Haus kaufen, anschauen, ansaufen. 2019 waren schon viele Reiche im Ausmaß. Dann der nächste Hauskaufgespräche, tausendfach schon ausgelockt und fühlen wir ausgeraubt. Zukunftsorientiert und trotzdem aussichtslos. Wie geht's weiter? Jetzt haben wir unsere Pläne. Schrauben dran, ich kann meinen Weg nur gehen. So wie ich am Geh, wie ich will gehen. Solang bis mein Herz einfach still steht. Kennst du das Gefühl, wenn das Leben dich nicht will? Du sitzt nur still und verstehst nicht wirklich viel. Kannst leider keine einzigen Handlungen machen. Geschissenes Denken, hast täglich Angst und bist besoffen. Kennst du das auch, wenn dein Leben nicht so läuft? Du tust der Schwab, bist vergeben so aller und wünschst dir nur den Tag, wo alles aufhört. Und deshalb kämpfst du, weil es ist trock lang wert.